mal, das ist doch das Mindeste. Oh, sieh dir das an! Man sieht das nicht niedlich aus? Das habe ich mich sofort verliebt, als ich es sah. Kannst du dir vorstellen, dass etwas so klein sein kann? Oh, ich hoffe nur, ich weiß, was ich zu tun habe, wenn ich es bekomme. Es? Ihn. Ich meine natürlich ihn. Dani, ich kann es kaum glauben, dass es endlich wahr wird. Du hast lange darauf gewartet. Oh, es kommt mir wie ein halbes Leben vor. Nach all dem, was wir mitgemacht haben, sind unsere Gebete jetzt endlich erhört worden. Ich an deiner Stelle hätte schon längst die Flinte ins Korn geworfen. Glaub mir, es gab genügend Rückschläge, genügend Zweifel. Aber ich habe mir immer wieder gesagt, eines Tages. Und dieser Tag ist Wirklichkeit geworden. Ach, Kathi, ich freue mich so für dich. Und nicht nur darüber, dass du endlich ein Kind bekommst, sondern auch darüber, dass endlich Schluss ist mit dem ständigen Aufsuchen irgendeiner Adoptionsagentur oder eines Arztes. Aber es hat ja auch sein Gutes. Es gibt ja an meinem Körper kein Fleckchen, das nicht mindestens von 100 Spezialisten unter die Lupe genommen worden ist. Nach einiger Zeit habe ich sie nicht einmal mehr nach ihrem Namen gefragt, sondern nur noch gesagt, nehmen Sie mich, ich gehöre Ihnen. Schließlich hast du endlich den Anruf bekommen. Zuerst konnte ich es gar nicht glauben. Es war fast wie ein Schock. Ich bin die ganze Nacht wach gelegen, nur um mir klarzumachen, dass es kein Traum war. Und es war wirklich keiner. Es war Wirklichkeit. Ich konnte es fast nicht glauben. Wie ist es deinem Mann nur möglich, immer noch in der Arbeit zu stecken? Wo er doch weiß, dass er in weniger als 3 Stunden Vater wird. Ich weiß nicht. Aber eigentlich bin ich ganz froh, dass er dort ist und nicht hier. Oh, wir würden uns so gegenseitig verrückt machen. Ich habe auch schon einen Namen ausgesucht. Und? Ja, Jakob. Jakob Heinemann. Ach, gefällt mir. Ja? Klingt stark. Finde ich auch. Hallo. Hallo, Liebling. Ich meine natürlich Papa. Das ist wohl doch nicht mehr ausgehalten, oder? Nein. Danke. Ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich mich für euch freue. Danke. Daniela, sei doch so nett, wenn es dir nichts ausmacht, aber ich sollte mit Kathi etwas Wichtiges besprechen. Aber natürlich. Ich wollte sowieso gerade gehen. Ich glaube, neben mir steht ein ziemlich aufgeregter Vater. Was meinst du? Diese Meinung bin ich auch. Ach, ich freue mich so für euch. Wir sehen uns dann morgen, ja? Ja, wir sehen uns morgen. Ich bin schon so neugierig. Ich kann es euch gar nicht sagen. Tschüss. Tschüss. Ist sie nicht eine großartige Freundin? Ja, sie ist etwas ganz Besonderes. Liebling, bitte setz dich. Ich muss mit dir über etwas sprechen. Oh, das klingt ja sehr ernst. Es geht um unser Baby. Ach, Georg, ich weiß, was du sagen willst. Nein, ich glaube nicht. Ich weiß, dass ich seit dem Anruf nur noch unser Baby im Kopf habe, aber das wird sich ändern. Ich verspreche dir, aus mir wird keine Mutter, die ihr ganzes Leben ihrem Kind unterordnet. Nur momentan kann ich einfach an nichts anderes denken. Kathi, ich bin so überglücklich, dass unser Traum jetzt endlich in Erfüllung geht. Kathi, unser Rechtsanwalt, hat mich vor einigen Minuten im Büro angerufen. Das Mädchen hat sich entschieden, das Baby zu behalten. Was? Sie hat ihre Meinung geändert. Aber das kann sie nicht. Sie hat den Vertrag unterschrieben. Sie hat bis 3 Tage nach der Geburt Zeit, ihre Zusage rückgängig zu machen. Aber das kann sie nicht. Sie hat es uns versprochen. Kathi, sie kann das tun und sie hat es getan. Mit dieser Möglichkeit mussten wir rechnen. Wo ist die Nummer von unserem Anwalt? Er muss doch etwas dagegen unternehmen können. Ich habe ihn schon gefragt, aber er sagt, er kann nichts tun. Was soll das heißen, er kann nichts tun? Du hast ihn sicher nicht gefragt, sonst könnte er etwas tun. Nein, es ist bereits alles erledigt. Bitte. Ich kann es einfach nicht glauben. Es war alles abgesprochen. Wir hatten ein Baby. In knapp 3 Stunden wäre er unser Sohn. Er ist unser Sohn. Aber wir bekommen ihn nicht, Liebling. Ich halte das nicht mehr aus. Was verlangt er denn noch von uns? Wer? Gott, wer sonst? Liebling, ich glaube nicht, dass es sein Fehler ist. Wer ist denn sonst daran schuld? 9 Jahre lang habe ich für ein Kind gebetet, habe ich eins bekommen? Nein! Mein Körper blieb unfruchtbar. Das Einzige, was uns die Adoptionsagenturen sagen, ist, wir haben leider nichts für Sie. Jetzt so kurz vor dem Ziel. Ich kann nicht mehr. Liebling. Lass mich rein.
Ich pack das weg, wir geben es zurück. Wie kannst du jetzt nur an so etwas denken? Woran willst du, dass ich jetzt denke? An unser Baby! Wir haben kein Baby! Sei still, bitte, sei still! Ich will das nicht hören! Bitte, ich kann es einfach nicht mehr hören! Dich. Ich will mich nicht beruhigen! Bitte. Ich bin wütend! Ich hasse dieses Mädchen! Ich hasse dich! Ich hasse mich! Ich hasse Gott! Ich hasse alle! Ich hasse es! Ich hasse es! Wir setzen uns. Georg, waren unsere Gebete umsonst? Warum hört uns Gott nicht? Haben wir gegen Gott gesündigt? Machen wir irgendetwas falsch? Wie lange müssen wir denn noch beten? Solange es eben dauern wird. Aber ich habe keinen Glauben mehr. Ich bin völlig leer. Was sollen wir denn jetzt tun? Keine Ahnung. Wir beten weiter. Ja, wir versuchen es weiter. Wir werden es weiter versuchen.